Murph, auch bei der Halle hier bei den Zuschauern jetzt schon Dryer. Er ist jetzt 1,80, 1,40 und aber die 100 und die 1,40 oben drauf macht 81 Rest. Ist das eng hier? Doppel 16 für 6,4. Oh, er schraubt ihn in die Doppel 8. Ganz einfach, du kannst auf der 20 bleiben. Ja. Das kannst du natürlich nicht, wenn du die Triple 16 verpasst. Eisen. Wohin stellt sich Espinel? 188, 187. Das ist dann mit die Krux dabei, wenn du da versuchst zu einzustellen und der erste geht schon vorbei, der zweite geht vorbei, 20. Dann nochmal durchatmen. Das kannst du nicht aufgemacht, auch diese Welt hier zu rocken. Natürlich kam dieser Karrierewunsch genauso wie alles andere zu erliegen. Und jetzt habe ich ihn länger nicht performen sehen, hier auf höchstem Niveau, was heute von ihm gefordert wird. Bin sehr, sehr... Rest, Triple 19, Doppel 12 ist normalerweise sein Weg. Weil Hatter kein Finish hat, bei 62 Punkten versucht er Triple 10 für Doppel. Da geht er in der ersten Runde raus an Tag 1, in der zweiten an Tag 2, in der zweiten an Tag 3, im Achtelfinale an Tag 4. Kündigung, normalerweise kriegt Van Gerwen da wirklich ein anderes Spiel auf der Kette. Ich weiß nicht genau, welchen Wurm ihn da gerade reitet, dass er da so Schwierigkeiten hat. Der bleibt so oft unter der 100 mit der 96, 99, 98. Das ist schon den Satz zurück. Aber yes, erstmal, a win is a win. Aber erstmal muss es die Doppel 1 sein. Das ist er. Das ist der Matchstart für Michael Van Gerwen. Er übersteht diese erste Runde nicht ab. Sie kommen völlig überraschend immer wieder um die Ecke geschlittert bei allen beiden. Man hat so sein, ah ja, jetzt geht es in die Richtung, er kriegt es nicht zu Ende. Ah, jetzt stellt er sich das, er kriegt es nicht zu Ende, da wirst du verrückt. Und jetzt haben wir hier 11 Ditcher. Mit überrascht sein, das ist natürlich auch, da passiert etwas, womit er wahrscheinlich überhaupt nicht gerechnet hat. Der gewinnt zuletzt noch 120. Dieses Pro-Tour-Event, ist eigentlich in der guten Form, nimmt sich viel vor, weiß auch, Anderson ist nicht gerade in der Form seines Lebens. Und dann kriegt er Nickes auf die Kette. Wieder ist der eine in der 5, der andere im 1er-Segment, in der Triple 1. Gary Anderson mit seiner zweiten 180 an diesem Montagabend. Und gegen genau diese 180, feines, feines Händchen von Anderson, dieser kleine aufkeimende Gedanke, ich könnte. Von Bunton wird hier brutal. Has taken 18 darts. Brits. 18. For the bullseye! What a reaction! Yeah, and those double 16s, the darts kicking to the right on him and help in obscuring his next dart. Needs a bullseye again. Oh, he's done it again. Callum Ridge, have a bit of that. Get your point. My friend and colleague, Webby. Top man. Bullseye again. Can you believe it? His average now is 91, but it's his finishing which has taken him to this point. Great darts, Rob Cross, great response. 71! You'll sign up for that right now. Absolutely. Treble 19 would leave a stab at the bull for Voltage. Can he use that 25 as a marker? Yes, he can! It's a breaker from back! What a match! What a finish from Rob Cross. Helen, you require 170. Why would he not have a pop at a bull finish? I don't care what Rob's on. There's one. Bullseye! Simply. Opponents on 225, you can do what you like. 140. David requires a chance for Dave Chisnall to break straight back. The tops. Das Break hingelegt und dann kam Chizzy. Anwurf bei Vandenberg und das Leck gewann der andere. 130 Punkte gecheckt. Unglaublich selten und es ist ja das Duell hier von Chizzy, der 9 und Vandenberg, der 8 der Welt. Und weiter ging's.
Jetzt war es die Möglichkeit für Dave Chisnell. Und was macht er? Er breakt auch hier das achte. This to stay in the tournament. Michael Smith. 17. Leaves Tops to stay in the tournament. Oh, he's done it! Magnificent! He's had trouble at Tops all night. But when he really needed it to save his tournament. Nathan Uruguay, 25. Big dart coming in. 9 score. Well, they were pretty well thrown, Gary to be fair. 20. But an escape for Anderson. Oh dear. 3 for double one. 18. Nathan Uruguay, 16. Well, I can't see him missing again here. What about now? What about now? Hello? Hello? Wait. I was asking you about then. Gary Uruguay, 2. Well, that was astonishing, isn't it? Come on, even you knew he was going to. It's on the sick bag, Gary. I'll tell you what, he made. Come on. You start getting sweaty hands up there. Soon find yourself on the wrong end of a toweling. 159. Gary Uruguay, 149. There hasn't been a ton plus finish yet. You need this, Gary, badly. 57. Double 16. What's left? What's left? I can't spike. That is just incredible. That is just peculiar, brilliant, amazing, improbable. Well, that is fabulous entertainment. Brilliant response from Aspinall. Not again. 128. Making it 117. If he really wanted to entertain, he should have asked what was left. He might not get the chance to ask. What a response this would be! What a response that is! To take him! It's just 96 after 9. What a response this has been from Aspinall. After the 180 from Anderson. 137. Now Anderson leaves the finish. 96. Incredible again. Nathan Aspinall. This time! This time! Aspinall wins a classic! Anderson was one dart away! This now is for the match. An 11-6 victory. Tops he needs. Double 10 for the match. Oh. 90. To save the match and stay in the tournament, Ian White has got to hit his first 10-plus finish. Yeah, Michael Smith was in this position earlier tonight and did so and ended up winning. Ian done so as well. 108 to get out of jail finish tonight. Double 9. Missed it. 65. Well. Now, Ian, he missed Tops 3 darts earlier and it cost him, but he's got a chance for redemption. Double 10. Oh, way to stay in the tournament, yeah. Needs to wait in the line. 30. Oh, Ian, got to feel for him Michael, there. Michael, you require 18. Now he'll want to put this away, get off the stage. Decent marker. This is a big moment. Oh, can you believe it? Michael van Gerwen blows the opportunity and hands it right back to Ian White to stay in the tournament. Great stuff from Ian White. He is. That was an important last start for MVG, make no mistake about that. Great first down. Chapel 17. Leaves the bullseye. Width of a wire! Yeah, click that wire. Goodness me. Oh, here we go. Bullseye! Oh, what a way to go out! What a way to go out! Back to the 110 then. Yeah. Brilliant saving from Joe.
18 for 32. Oh dear. Oh dear. 78. Joe, you required 24. Well, for the most part of this opening session, Joe Cullen has been outplayed. So going in 3-2 down. 134 Punkte. Das ist die Single 5. Das ist nochmal die Single 5. Das macht 10. Das ist ein bringt also auch sein erstes Anwurfleck durch und selbstverständlich habt auch heute Abend hier bei unserer Viertelfinalübertragung ihr ein ganz wichtiger letzter Dart. Der geht nochmal in die Triple 20 und Ratajski 170 Punkte. Das wäre doch mal was. Das ist die Triple 1. Und das ist die Triple. Und das ist die Triple 5. 33, 32. Falsche Richtung, macht jetzt den Schritt nach rechts und das ist natürlich bitter, gerade jetzt auch in dieser Phase, da er mit 2-6 hinten liegt, das kann er sich einfach nicht leisten, solche Chancen nicht mitzunehmen und Ratajski, normalerweise ist er einfach zur Stelle, auch wenn er sich hier schwer tut und 3 Darts braucht, das ist die Doppel-1. 9-5 ist da. Und wieder ist es so ein wichtiges Leck für Ritz. Man hat irgendwie immer Sorge aus seiner Sicht, dass der Abstand zu groß ist. Die 880 in diesem Match. Die Bestmarke hat ja Dimitri Vandenberg jetzt zumindest für dieses Jahr hin. Ich glaube, das ist auch nicht immer so ernst gemeint von den Fans. Ja. Trotzdem glaube ich, dass man das als Außenstehender. Ich denke auch. Doppel 12. Für Dimitri. Dann ist alles wieder in der Reihe. Okay. Auch nicht weiter tragisch. Aber da wird jetzt ordentlich Druck kommen vom Iceman. Einfach die 180. Lässt zwar 10 stehen, aber das ist ihm völlig egal. Jetzt braucht Dimitri die Doppel-12. Vierter Dart vorbei. Fünfter Dart. Oh, das gibt's doch gar nicht. Er spielt ihn eigentlich mit Bande und das Ding geht tatsächlich nicht rein. Das ist der erste fette Fehler hier in dem Spiel. Jetzt muss Price ihn nur noch bestrafen oder ausnutzen. Vandenberg schaut nicht hin. Er darf noch mal auf die Doppel-12. Das wird Price ärgern. Das ist so ein Leck, mit dem du dem Gegner so richtig wehtun kannst. 53 normalerweise, das ist nicht das Problem. Ja, das ist zumindest der Versuch. 51. Doppel-16. Kurz der Atmer da rein, so wie er das immer macht. Und da ist es das 6-2. Ja, und auch ein besonderes Turnier. 1996 hat er hier beim World Matchplay zum ersten Mal ein Match bei der PDC gecallt. Er hat damals ja auch... Jetzt aber schon fahrlässig. Das kann teuer werden, Freunde. 88, 2 Darts für Smith. Jawohl, Doppel 14. Oh, Doppel 5. 5 ist da oben. Er ist drin sogar. Yeah! Geworfen hat die Doppel nicht getroffen. Also, jetzt steht er bei 341 Punkten und Smith hat 47. Das hat so 6-9 Darts gekostet, das wieder wegzupacken, dass man diesen Elfmeter nicht versenkt hat. Für Wright. 20. Ja. Ja. Smith hat jetzt eiskalt den ersten kleinen Mini-Lauf. Macht kaum noch einen Fehler, checkt hier mit 11 Darts, gewinnt das Leck zuvor mit 18 Darts, holt sich also das 2-2 und Peter Wright ist als erster dran in Leg 5. Letztes Leg vor der ersten Unterbrechung. Wichtige Situation für Wright. Er musste hier von jetzt auf gleich abreißen lassen. Deswegen nimmt er sich auch noch mal ein paar Sekunden. Eben den Kopf reinkriegen. Und genau so startet man dann in Leg Nummer 5. Wir haben schon 680er gesehen. Wie war das? Wir haben schon 780er gesehen und sind gerade mal im 5. Leg. Bei beiden steht Rest für Van Gerven.
ist auch noch nicht so ganz einfach gecheckt. Es gab kein High-Finish bislang in der Partie. Ah, und dann gibt es auch noch mal 170 Punkte Rest. Wie weit kommt Espinel runter? 156, 155. Weil die einzige Waffe, die er zurzeit gegen Van Gerven hat, ist sein Scoring. Ja, da kommt die Schippe unten raus. Na, das geht aber auch anders. Aber kommt hier über 1,5 Zentimeter nicht ans Doppelrand, ans Tops. Sind da wahrscheinlich schon Karpak finanzierter Tops. Nathan, irgendwo und nirgendwo. Ja, mit 140er Aufnahme von Van Gerven. Damit hat er mehr als doppelt so viele wie sein Gegner. Und der bounced ihm schon wieder raus. Beide Male in dieser Brikette. Espinel liegt mit einem Break hinten. Das heißt also erstmal Anwurf durchbringen. Das sind genau 2 Punkte und das macht 21. Und ist Van Gerven weit entfernt von diesem 108er Checkout. Doppel 10. Oh, lieber Mann. Das ist jetzt, wir haben kaum Worte für diese Bremse, die sie beide reingeworfen hatten. Beide irgendwie nicht in der Lage, mit der Situation und mit ihrem Spiel irgendwie klar zu kommen, ein bisschen besser klar zu kommen und mehr zu produzieren. Unglaubliche Fehler. Das haben wir Jahre nicht gesehen. Wahnsinn. Und der nächste Versuch. Doppel 5, es ist die große 5. 1, Doppel 2. Auch Espinel unten dabei, der 2. Und Van Gerven steht im Madhouse. Klar, wenn man so viele Doppel verpasst, beide stehst du Madhouse? Irgendwann im Madhouse. Beide stehen sie im Madhouse. Wie soll das denn? Das ist wie bei mir im Keller. Da ist keine einzige Maschine bei. Jeder macht mal einen Fehler. Und was dieses Publikum da für einen Sinn absolut verständlich ist, dass bei beiden der Frust tief sitzt, weil beide sind natürlich nicht mit immer der Geschichte, sag mal, je stärker Espinel wird, denke ich, so weit kann Michael auch dann jedes Tempo mitgehen. Es wird also nicht eine Sekunde einfacher. That gives a little bump to Dimitri. Double six. And he busted. He busted. And now this was the out Dimitri couldn't do last leg to try and hold. And Christoph won't be doing it either. Didn't do much of anything. A really poor just to prolong it. I think those two darts sum up what's happened to Christoph Bataisky in this semi-final. Wir haben so ein, zwei Mal Aussetzer gehabt, ja. Ne, und dann noch 3 Darts vorbeigeworfen. Hier ist es erstmal das 7-4. 13 Darts von Peter Wright. Van Gerven mal mit einem Bouncer so genau den Draht erwischt. Da kannst du auch noch so viel innovativ sein und noch so viel an den Dingern rumbasteln. Triffst du den, ihr seht den da oben links. Und was für ein Konter. Toller Gameplan von Peter Wright. Der natürlich auch bei dem Standard, den er hier zeigt. Ja. Wenn der mal 5-6 Legs vorne ist, kannst du ihn eigentlich nicht einholen. Kannst so oft breakst stand. Du ihn nicht. Ja, ganz genau. Nicht. Ich gucke mir das so wahnsinnig gerne an. Und vor allem, wenn dann noch Triple 20, Triple 19, Doppel 12 folgt. Also die Tiere wieder in der Halle. So, was macht er? Wie macht er es? War das die entscheidende Pause, die er brauchte? Triple 19. Jordi, ja, Doppel 12, mach schnell! Die Chance auf 8-4 zu erhöhen. Und jawohl. Diesmal gewinnt er das Leck, ja. Indem er zwei. Ihm, wenn Peter wieder anfängt, in die Zone zu kommen.
Und wie lange hält er das vor allem durch? Ja, Robin Hood obendrauf, das tut so weh, wenn du bei dem Triple hast. Das ist so. Und es wird wieder Shepard im Gebäck. Ja. Man kann auch mit drei Doppeltreffern aus so einem Leck raus. Do it, another chance, not going to escape that one. And what's interesting is, Dimitri in this match, he started six legs before this one. Three times he's been... He has been in this World Match Play Tournament the best hitter of Treble 19, consistently. Dimitri van den Berg. This guy's not been bad at this target either. Yeah, I was thinking, is he the best at that target? I can't imagine who would be better. Good thinking from van den Berg, but what's Peter Wright going to leave? And use the word. If you require 36. It's a double 18. 13 dart leg. And so the Peter Wright's tournament average of 104. Phil Taylor holds that record of 106.31. Peter Wright needs a simple double nine. And he's done it! Peter Wright is the World Match Play Champion! The 2020 World Match Play Champion!